Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxa. So, ein paar kleine kurze Infos zu meinem ganzen Commodore C64 Setup und zu meinem Maniac Mansion Projekt bzw. D42 Projekt mit dem Spiel Maniac Mansion. Ja, was steht noch auf dem Programm? Ein neuer Commodore ist bei mir ins Hause geflattert, und zwar der hier. Dieses Schätzchen hier, ich mache mal hier so ein bisschen mehr Licht, ein bisschen unscharf eingestellt, die Kamera sehe ich gerade. Gleich ein kurzes Video zu, wie ich den Commodore gereinigt habe, aufgeschraubt habe, Tasten gereinigt habe und so weiter. Aber vorher mache ich mal ein kurzes Update zu meinem D42 Adventure System Maniac Mansion. Und zwar habe ich das Problem, dass ich nicht mehr genug Objekte frei habe. Ich bin jetzt hier im Endeffekt Parfüm, genau, in den Raum Ätna. Und jetzt bin ich schon bei 73. Und wenn man kurz guckt, so, wie viel sind das? 10, 15 Objekte habe ich noch frei. Und die reichen vorn hinten nicht. Also was macht man? Unnötige Objekte rausschmeißen. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken, wie viele Objekte ich rausgeschmissen habe. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mehr nicht, 21, 22 Objekte ungefähr habe ich rausgeschmissen. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich will jetzt nochmal jedes Objekt durchgehen, ob das wirklich zwingend ins Adventure-System rein muss. Und wie gesagt, 22 habe ich schon rausgeschmissen. Ich dachte mir so, komm, jetzt schmeiße ich mal den Commodore nochmal an und nehme euch nochmal eine Runde mit. Ja, Purpurschleim zum Beispiel. Genau, den könnte ich auch rausschmeißen. Ich habe mich natürlich mal versucht, bin in jeden Raum reingegangen und habe geguckt, was kann ich mit Dave oder mit der Person, mit welcher Person auch immer, kann ich in dem Raum alles machen, untersuchen, abstecken und so weiter. Und die ganzen Objekte, die wollte ich eins zu eins mit hier reinpacken, aber es funktioniert aus Platzgründen nicht. Und deswegen muss ich zum Beispiel den Popo-Schleim rausschmeißen. Das machen wir so, indem wir einfach hier drauf gehen und sagen, jetzt bist du weg. Ja, ganz so einfach ist es doch nicht. Dann habe ich mir so eine schöne Liste gemacht mit allen Objekten. So, das wäre jetzt Objekt Nummer 62. Pur Schleim. Einfach nur, damit ich weiß, was hinter dem Objekt steckt oder steckte ursprünglich. Und jetzt muss ich natürlich einmal kurz hier gucken. Wo war der Poposchleim? In dem Malzimmer. Wo haben wir das Malzimmer? Das Malzimmer ist weg. Malzimmer, wo bist du? Wo bist du? Hier bist du. Und das ist Raum 11. Laden Raum 11. Beziehungsweise 1.1. Ne, das war jetzt 1.0, ne? Abbrechen, gut. 1.0 gibt es nicht. Habe ich Glück gehabt. Raum 1.1. Ich muss natürlich dementsprechend jetzt die Texte ein bisschen anpassen. Ich denke mal, bei dem Poposchleim, da muss ich einfach nur einen Kommentar rausschmeißen, weil geplant war. Ich gucke mal ganz kurz hier. Objekte, Positionierung und 62. Voila, da war eigentlich der Poposchleim drin. Den habe ich ja jetzt rausgeschmissen. Der ist jetzt hier in dem Sinne frei. So. Was hat der denn bewirkt? Ja, da sind wir genau richtig. Hier sehe ich schon, Objekt 62 gibt es nicht mehr. Untersuche Poposchleim. Und im Endeffekt wäre da einfach nur eine Textausgabe gekommen. In dem Fall 1:1, wie beim Original Adventure System ja auch. Beim Original Maniac Mansion, da steht dann drauf, oder Dave sagt dann, ich fasse diesen Schleim nicht an. Leider muss der Kommentar jetzt weichen. Das geht ganz einfach, indem ich einfach sage, lösche. Arrivederci. Ja, und der Rest kann bleiben. Ja, den Farbentferner braucht man ja noch, den Pinsel braucht man, die Wachsfrüchte braucht man, da komme ich nicht drum rum. Jetzt speichere ich das ab. Ja, und so wird jetzt jeder Raum noch ein wenig kleiner werden, leider. Ich hätte eigentlich eher vor, die Räume größer zu machen, als sie vielleicht damals waren. Okay, das geht jetzt nicht. Jetzt muss ich halt eben
das Ganze ein bisschen kleiner machen. Ist jetzt halt so und so viel zu meinem D42 Adventure System, beziehungsweise kann ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wo ich jetzt hier so bin. Am besten über die Matrix hier. So, ich hoffe, man kann sehen. Also das wäre jetzt hier die Raummatrix. Und überall, wo was drin steht, dazu gibt es schon Räume, auch physisch schon auf der Diskette. Beziehungsweise nur überall, wo fett gedruckt ist, die gibt es schon. Hier zum Beispiel dünn gedruckt, das wäre der Raum und die Räume. Den Raum, den und den. So, die muss ich noch erstellen. Die Grafiken habe ich zum Glück schon alle fertig. Da kann man hier nochmal gucken. Das sind alles Grafiken, die ich jetzt schon erstellt habe. Ja, Kraftraum. Die Grafik gibt es zwar schon, auch mit der Badezimmer. Eigentlich habe ich fast alle Grafiken fertig. Ich glaube, so drei fehlen noch. Und dementsprechend auch noch die Räume. Wie vorhin gesagt, was waren das? 10, 12 Stück? Keine Ahnung, so ungefähr. Und ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn ich alle Räume fertig habe und ich dann hinter ins Feintuning reingehe, dann mache ich nochmal ein kleines Update. Ja, jetzt gibt es aber ein Video zu dem Commodore 64. Ich denke mal, ich werde jetzt hier das Ganze so ein bisschen mit Musik untermalen und euch zeigen, wie ich das Gerät so ein bisschen sauber gemacht habe. Ist kein Hexenwerk, das kann jeder Schrauben auf, Pinsel in der Hand und dann eben ein bisschen reinigen. Das bekommt jeder hin. Aber es macht auch immer wieder Spaß. Und da ich mir auch gerne solche Videos angucke zum x-ten Mal, auch bei anderen YouTubern, wie die Floppy oder den Commodore da aufschrauben, dachte ich mir so, komm, das packst du auch nochmal mit rein ins Video. Und ich würde sagen, see you later und viel Spaß mit dem Rest des Videos. So, ein neuer Commodore C64 habe ich mir zugelegt. Den habe ich ganz günstig bei eBay ersteigert. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Das war genau das Modell, was ich auch im Endeffekt noch als zweite Maschine haben wollte. Sie ist natürlich total verschmutzt. Das Typenschild ist nicht mehr in Ordnung, aber das kann man ersetzen. Aber das Gehäuse ist in Ordnung. Die Tastatur ist richtig super. Ja, hier ist eine kleine Macke. Natürlich total verschmutzt, keine Frage. Aber den Schmutz, den komme ich ab. Und vor allem, sie ist nicht vergilbt. Ich behaupte mal, das Ding, das werde ich wieder flott bekommen. Und ich bin jetzt hier schon am Testen. Und das Gerät läuft einwandfrei. Joystick-Ports sind in Ordnung. Alle Anschlüsse sind in Ordnung. Zumindest die ich brauche. Was will ich mehr? Auch hier alles tiptop in Ordnung. Das Einzige ist, hier sind zwei Macken, aber ich glaube, die kann ich auch noch irgendwie reparieren. Und der Rest ist halt eben tiptop, würde ich sagen. Ne? Für mich ist das eigentlich die beste Maschine. Für mich muss es ein Commodore Modell 2 sein. Also im Brotkasten, den mag ich nicht so gerne. Und da bin ich schon lange am Suchen, aber ich wollte auch nicht zu viel Geld jetzt dafür ausgeben. Und für 50 Euro mit Versand, inklusive Versandkosten, dachte ich mir so, komm, da machst du nichts falsch. Ja, das muss das Modell aus Hongkong. Die sind eigentlich ganz gut. Jetzt werde ich den Computer einmal öffnen, alles sauber machen, Tastatur reinigen, Gehäuse reinigen. Ich sehe gerade, hier wurde geöffnet und da fehlt so noch eine Schraube. Gut, das ist aber alles Sachen, die kann man ersetzen. Auch von hinten, Anschlüsse sind in Ordnung. Da ist vielleicht ein bisschen Staub drauf. Ja, also reinigen muss ich ihn auf jeden Fall. Aber das macht ja eher Spaß. Auch hier die Anschlüsse in Ordnung, der Schalter ist in Ordnung. Was will ich mehr? So, aufschrauben, sauber machen. So, was haben wir hier für ein Board? 250, 469, Revision A. Sieht, meine ich hier, von den Chips her etwas anders aus, als wie bei dem anderen Commodore.
ein bisschen Priel, ein bisschen Scheuermilch an einigen hartnäckigen Stellen und schon ist das Gehäuse wieder wie neu. Ich habe ja zuerst gedacht, der Aufkleber, der wäre total beschädigt und total vergurkt, aber hier war noch die Schutzfolie drauf, diese Klarsichtschutzfolie. Und darunter hat sich ein bisschen Dreck wohl gesammelt. Die habe ich abgezogen und einfach ganz leicht mit dem Lappen nicht drüber gegangen und schon ist das Ding wieder wie neu. Ja, hier an der Ecke ist so eine kleine vergilbte Stelle. Ah, die sieht man aber eigentlich so gut wie gar nicht. So, die Tasten, die sind jetzt hier auch sauber. Ja, ich würde sagen, ich platziere die wieder auf die Tastatur. In der Tat, die Feder ist meistens ein Stückchen länger. Ich glaube, ich habe bei der letzten Tastatur habe ich da irgendwie die Feder vertauscht, aber es funktioniert genauso gut. Vorne die beiden Macken. Hier konnte ich noch so ein bisschen wegschmiegeln mit ganz feinem Schmiegelpapier. Das ist auf jeden Fall auch schon mal wesentlich besser geworden. Also ich würde sagen, wie neu. Mit ganz einfachen Hausmitteln, bisschen Spüli, bisschen Scheuermilch und schon ist die Kiste wieder wie neu, würde ich sagen. So, jetzt kommt der große Augenblick. Ich schließe den Commodore an. Erstmal meinen Haupt-Commodore einmal abstöpseln. Der sieht sogar besser aus als mein Hauptrechner, muss ich gerade eben feststellen. Ich mache den Rechner an, Monitor an, LED leuchtet und Final Cartridge ist dementsprechend aktiv. Ich gehe mal raus. Ja, und schon wäre ich im Commodore-Menü. Dann machen wir sofort einen Test. Ich würde sagen, Operation erfolgreich. So ein kleiner Fazit zu meinem neuen Commodore 64. Der ist die ganze Zeit jetzt hier richtig stark im Einsatz. Komm, mach doch richtig nochmal hier Beleuchtung an hier. Ja, das Ding läuft super. Ich bin jetzt hier stundenlang hier am Rumprogrammieren und am Zocken und ähnliches. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Da war ich jetzt schon lange mit beschäftigt. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ja, und meine Computer, meine Commodore-Sammlung, habe ich auch nochmal hier so ein bisschen hier alles jetzt hier aufgeräumt. Hier sind noch so ein paar Steckplatten. Ja, Raspberry Pi ist erstmal auf Eis gelegt. S2IC, ja, die brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil mit der Ultimate 1541.2 bin ich super zufrieden. Also die ist richtig super, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, und hier ist mein eigentlicher Haupt-Commodore 64. Ja, und das ist ja jetzt hier irgendwie so ein Zusammenbau aus mehreren Computern. Zum Beispiel all die PCs sind ein Teil von drin. Tastatur ist auch von woanders her. Gehäuse von woanders her. Ja, hier, der ist noch leer. Das wäre der Aldi PC. Alte Brotkastengehäuse. Ja, muss ich mal schauen, was ich damit mache. Ja, die Maus, die muss ich auch noch mal testen, aber nicht heute. Ja, so schaut es jetzt hier aus. Und ich denke mal, ich mache noch mal ein extra großes Video, wenn ich mit dem D42 Adventure System hier ja ein bisschen, ich sag mal, so einen brauchbaren Stand habe, sei einfach mal, dann spiele ich jetzt mit euch noch mal gemeinsam durch.